Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Wie ihr sehen könnt, hocke ich heute vor einem großen Haufen Einwegpaletten und aus diesen Einwegpaletten möchte ich heute etwas Kinderfreundliches bauen, beziehungsweise ein Spielzeug für kleine Kinder. Und viele haben es ja wahrscheinlich schon erraten auf meinem Instagram-Account. Da hatte ich mal so eine kleine Skizze entworfen gehabt. Und ja, wir wollen ein kleines Spielhaus bauen für Kinder. Diese Einwegpaletten bekommt ihr günstig beim Händler. Meistens bekommt man die geschenkt, da es Einwegpaletten sind, die nur für ein-, zweimaligen Gebrauch produziert werden. Ja, ich hoffe, euch gefällt dieses Video und wünsche euch viel Spaß beim Nachbauen. Das Spielhausfundament besteht aus 4 Einwegpaletten. Diese müssen wir, bevor wir das Ganze zusammenschrauben, mit einer Stichsäge oder einer Kreissäge begradigen. Danach können wir die 4 Paletten miteinander verbinden. Hierfür verwende ich einfach Schrauben, die ich kreuz und quer durch die Paletten schraube. Zu Hilfe verwende ich Schraubzwingen. Sobald ihr alle 4 Paletten miteinander verbunden habt, könnt ihr, wenn ihr mögt, in den Zwischenräumen Dachlatten hineinschrauben. So habt ihr dann eine schöne ebene Fläche. Die Rückwand und die Vorderwand von dem Spielhaus bestehen jeweils aus 2 Einwegpaletten, die wir wieder miteinander verbunden haben. Das gleiche Prinzip wie mit dem Fundament. Nun fehlen noch 2 Schrägen, die ich mir mit dem Gliedermaßstab anzeichne. Danach können wir das Ganze mit der Kreissäge und mit der Stichsäge ausarbeiten. Für dieses Projekt sind erstaunlich wenig Werkzeuge vonnöten. Alle benötigten Werkzeuge, die ich hierfür verwende, verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Worauf ihr unbedingt achten solltet, ist, dass die Schräge von der Rückwand und von der Frontwand nicht tiefer angezeichnet wird als eine Einwegpalette. Wie ihr hier sehen könnt, ist die Einwegpalette etwas höher als die Schräge. Und noch ein kleiner Tipp von mir, bevor ihr das Ganze zusammenschraubt, solltet ihr eventuell die Fenster und Türen vorweg aussägen. Dies erspart euch ungemein an Arbeit. Und hier könnt ihr nochmal den Fehler sehen, den ich vorhin angesprochen habe. Nun müssen wir alles mühsam begradigen. Zu Hilfe haben wir uns eine Kettensäge genommen. Aber dies war nicht das Ziel. Also Obacht beim Anzeichnen der Schräge. Und da das Spielhaus eine kleine Veranda haben sollte, habe ich einfach aus 2 Bretter ein Pfosten gezaubert, die ich einfach unten an die Palette befestigt habe. Danach verwenden wir hier USB-Platten, die wir oben auf dem Holz mit Schrauben befestigen. Ihr könnt natürlich auch andere Plattenmaterialien dafür verwenden. USB-Platte war gerade ein Restbestand, den wir gut hier für dieses Projekt verbauen konnten. Und wer das Ganze ziemlich dicht haben möchte, kann auf der USB-Platte noch eine Dachpappe ausrollen und mit Dachpappennägeln befestigen. Danach kommen dann einfach oben Bretter drauf genagelt. Okay.
Den überschüssigen Dachüberstand könnt ihr dann mit einer Handkreissäge oder einer Stichsäge entnehmen. Und nun geht es an der Außenfassade weiter. Hier könnt ihr eurer Kreativität freien Lauf lassen. Ich habe mich dafür entschieden, einfach Bretter auf die Lücken zu schrauben. Und dieses System habe ich auch beim Dach weitergeführt. Und bei diesem Projekt gilt es gute Arbeitsaufteilung. Einer schraubt und der andere zerlegt die Paletten. Dabei solltet ihr darauf achten, dass ihr auch die Nägel komplett entfernt, da dies ja ein Spielhaus wird und wir wollen ja nicht, dass die Kinder sich beim Spielen verletzen. Und nun noch schnell eine Veranda gezaubert. Wie bereits erwähnt, benötigt ihr für dieses Projekt nicht viel Werkzeug. Ein Akkuschrauber und eine Stichsäge genügen vollkommen aus. Des Weiteren eventuell ein Schleifgerät und zwei unterschiedliche Paar Schraubenlängen. Die erste Sorte, damit ihr die Paletten miteinander verbinden könnt, und die zweite Sorte, damit ihr Brett an Brett schrauben könnt. Und natürlich darf kein Blumenkasten an so einer tollen Veranda fehlen. Und zu guter Letzt habe ich natürlich die Fenster und Türen vergessen. Die Tür säge ich jetzt nochmal schnell aus mit der Stichsäge. Diesen Arbeitsschritt könnt ihr euch natürlich sparen, indem ihr vorweg die Fenster und Türen euch anzeichnet und bevor ihr das Ganze zusammenbaut, aussägt. Und nun folgt der Feinschliff. Dies ist bei diesem Projekt sehr, sehr wichtig, da wir ja nicht wollen, dass die Kleinkinder sich bei diesem Spielhaus verletzen. Und da Mr. Handwerk bekanntlich zwei grüne Daumen hat, bepflanze ich mal schnell den kleinen Blumenkasten. Ach ja, hier oben rechts im Bild verlinke ich euch meine Playlist von mir. Dort findet ihr tolle Blumenkästen, zum Beispiel einen LED-Blumenkasten für draußen. Oder einen ganz einfachen, den ihr euch aus Dachlatten zaubern könnt. Und nun noch nicht abschalten, bleibt bitte bis zum Ende dran. So, 4 Stunden später, beziehungsweise 5 mit 2 Mann, ist das Ergebnis vollbracht. Und ja, wie ihr sehen könnt, ist es echt Wahnsinn, was man aus so ein paar Einwegpaletten zaubern kann. Jetzt fehlt noch ein bisschen Farbe, aber das überlassen wir dann die Kleinkinder. Und wir haben sogar noch eine kleine Veranda hier gezaubert. Wichtig ist halt, dass man hier alle Kanten schön abschleift, damit die Kleinen sich nicht verletzen können. Und wir haben hier noch einen kleinen Blumenkasten gezaubert. Auch wunderbar. Ja, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Würde mich wie immer über ein Like von euch freuen. Und hier ist der Abonnier-Button, wenn ihr mich noch nicht abonniert habt. Ansonsten sind noch hier die zwei letzten Videos von mir. Würde mich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal.